Ja. Könnt ihr ihm auch ruhig dann nochmal schicken als Einzelausschnitt. Nein! Er braucht immer eine Berührung. Eine Schulter zum Anlehnen braucht er. Der Finn hat halt eine sehr stabile Schulter. Mhm. Keine besonders schöne Schrift. Das könnte zum Problem werden. Ist nicht weiter schlimm. Schreibschrift oder Druckschrift? Groß oder klein geschrieben? Das darfst du dir aussuchen. Darf ich mir aussuchen? Du gerne möchtest. Ja. Modestil. Mir fällt einer ein, der letztes Jahr noch bei uns gespielt hat. Ja, die ist ja schwer. Ja, es ist wirklich schwer, weil das ist ja auch sehr. Ah, wobei, doch. Sehr subjektiv ist, ne? Ich habe einen. Und sehr unterschiedliche Stile. Ich habe einen. Ich habe auch einen, ja. Okay. Bin ich gespannt. Ich auch. Ah, Scheiße. Ich find, ja, andere Generation halt, ne? Ja, genau. Ich finde, Markus sieht eher so aus, als hätte er gerade Markus ein Startup an die Börse gebracht und wird ein bisschen Geld einsammeln. Stimmt, ja. Wir haben ja schon ein paar sehr gute, wie ich höre, in der Mannschaft. Oder nehmen wir immer einen, der noch kein Papa ist. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Das ist interessanter. Also ich habe einen im Kopf, der ganz gern sich dann mal um Kinder kümmert, wenn wir irgendwie mal beim Mannschaftsabend... Rosi wäre natürlich ein Kandidat gewesen. Rosi wäre ein Kandidat gewesen, das stimmt. Rosi ist ein überragender Baby- und Kindersitter immer. Den hätte ich direkt verpflichtet. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Nein. Na komm! Robin ist immer der auf die Kinder aufpasst beim Mannschaftsabend und so. Du hast eigentlich recht. Ja. Oh je. Mit einem Buch, wer liest denn Bücher bei uns? Doch, ich habe einen. Hast du dich im Bus schon mal so rumgeguckt, wenn er mal ein Buch in der Hand hat? Ja, ich habe eine Idee, ja. Aber ob der das wirklich so macht, weiß ich nicht. Aber. Okay, ich habe. Komm, wir brauchen den Punkt. Ja, sicher. Das ist auf jeden Fall der Einzige, der im Mannschaftsbus schon mal ein Buch ausgepackt hat. Ich hab jetzt gar nicht so viel im Kopf. Nee. Danny hatte eigentlich das Coolste. Oh, der ist weg. Der hatte doch seine Mario Kart-Figur drauf. Ich nehme mal jemanden, der mehrere hat. Ah, 50-50. Nein. Ich habe Robin genommen, weil er einen Hund drauf hat. Ich glaube, einen seiner alten Hunde. Okay. Die habe ich mir noch nicht so genau angeguckt. Was gefällt dir bei Della? Der Schnorris? Der Schnorris. Der Schnorris auf dem Bein? Ja, der ist auch gut. Ist nicht so viel los zur Zeit. Nee, aber es gibt schon ein, zwei, finde ich. Boah, da tue ich mich schwer. Einen immer, der in überraschend guten Deutsch dann immer alles beantwortet. Ah, ja. Okay. Wo man sich dann immer wundert. Ja. Ach, jawohl. Ja, also. Ja. Aaron ist sehr, sehr, sehr fleißig dabei und zeigt dann immer sehr stolz seine Deutschkünste, die er gelernt hat, in der WhatsApp-Gruppe und kommentiert fleißig. Ah, ich habe einen. Ja, das ist jetzt blöd, wenn es so schnell geht. Ich habe einen und ich mache das jetzt am Kabinenplatz fest. Ja, ich versuch's mal, deinen zu treffen, aber ich finde es schwer. Der sitzt wahrscheinlich bei dir in der Ecke irgendwo. Jetzt habe ich die Sitzordnung nicht im Kopf. Ja. Hast du schon einen aufgeschrieben? Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Der Ben ist nämlich mein Sitznachbar. Wir verstehen uns sehr gut, aber da gibt es immer wieder kleine Nicklichkeiten. Ich habe auch nie spekuliert, weil er eh so ein Chaot ist manchmal. Ja. Ja, da bleibt schon ab und zu mal ein Fußballschuh irgendwie auf meinem Platz liegen oder eine Unterhose oder was weiß ich. Das ist bei so einem jungen Spieler eigentlich. Müssen wir erwarten, dass er die anderen Plätze auch noch aufräumt. Eigentlich noch, wenn er mit seinem fertig ist, ne? Eigentlich ja. Also, könnt ihr ihm auch ruhig dann nochmal schicken als Einzelausschnitt, dass er Bescheid weiß für die Rückrunde.
kenne halt ein, zwei, die sich damit beschäftigen. Aber ich weiß nicht, wie die meisten kochen können. Also ich bin es auf jeden Fall nicht. Nein, ich auch nicht. Ja. Ich habe mal einen genommen, der sich viel damit beschäftigt mit dem Thema. Jawohl. Ich habe ihn genommen, weil er immer mal gerne was mitnimmt ins Hotel für sich selber. Ja, genau. Er hat oft jetzt eine kleine Schüssel dabei mit selbstgekochtem, ja. Das ist Brosi eigentlich. Ist für dich ganz klar? Ja, ist ganz klar. Ja, Brosi auf jeden Fall. Brosi war richtig witzig. Ah, ja. Brosi konnte vor allem Leute extrem gut nachmachen. Absichtlich oder unabsichtlich? Eher so in der Mitte irgendwo. Unabsichtlich wahrscheinlich. Okay. Aber Brosi war wirklich ein Phänomen. Der hat sich auch alles gemerkt. Wenn du irgendwann was Dummes gesagt hast vor 2 Jahren, der konnte das um die Ohren hauen und noch genau nachmachen. Nein! Was? Nein! Karim! Karim ist einfach witzig. Ja. Karim ist einfach brutal unterhaltsam als Typ. Erstmal seine Aussprache manchmal, so ein bisschen der Ösi, der durchkommt, ist schon witzig. Das stimmt. Ja, und Karim. Karim kannst du für mich auf eine Bühne stellen. Gib ihm einfach Zufallsthemen, die alle 5 Minuten wechseln und er soll einfach sagen, was ihm einfällt. Das wäre ein absoluter Brüller. Ist einfach witzig. Stimmt. Aber Della ist schon auch lustig. Halt unabsichtlich. Unabsichtliche Art, aber... Ja, Della ist auch manchmal witzig. Ist stimmt. Ja. Hast du einen? Ja, ich beziehe mich mal auf die Busfahrten. Finn. Wir nerven da immer am meisten. Und auch so in der... Ja, das stimmt. Okay, ja. Bezieht sich ja ein bisschen auch auf das eben mit der... Ja. Nein! Das gibt's nicht. Jetzt du, im größeren Ding mit dem Zaunfall kann ich dir nicht. Ich habe an die Person gedacht, die den Bello immer nervt. Und Bello hat an die Person gedacht, die mich immer nervt. Das war jetzt das Problem. Ja. Da so entstehen Missverständnisse. Aaron ist sehr touchy im Bus. Also ich sitze im Vierer neben Aaron und ja, also irgendwie, ich weiß auch nicht. Vielleicht vermisst er, der braucht immer eine Berührung. Eine Schulter zum Anlehnen braucht er. Der Finn hat halt eine sehr stabile Schulter. Mhm. Richtig schön, Doppelhaushälfte, schicker Garten, bloß nicht laut. So, komm. Jawohl. Ja, sicherer Punkt, sehr klar. Punkt. Warum? Ja, ich bin schon ein richtiger deutscher Spießer, muss man jetzt sagen. Das weiß ja auch jeder. Das ist meine große Stärke. Ich bin nur überlegt, ob ich es aufschreiben darf. Ich auch. Ach, mit dem Image komme ich klar. Ich glaube, wir sind ein guter Zweiter. Ich glaube, das ist nicht so einfach, wie man denkt. Also Lasse und Eamon sind auf jeden Fall hinter uns. Das ist nur eine Ansage. Und wir waren halt oft auch sehr knapp. Das sieht man halt nicht so, aber wir wissen, dass wir oft nur einen vorbei waren. Das stimmt.